heißt, du warst auf 18.000 hochgestiegen. Ja. Und meine Pokémon sind dann auch schon etwas höher im Level. Also, bei 20 auf 26, ne? Stony war vorher 15, jetzt ist es doch 25. Natsu, Epona war auch 14, jetzt ist es 24. War glaube ich 19, jetzt ist es 23 und Laterne war ist von 7 auf 20. Happy habe ich nicht drin. Zwar. Nein. Ich hab's nur dabei, weil es dabei ist nicht zum Einsatz kommt. Das ist das absolute Notfall-Pokémon. Oh. So. Und jetzt machen wir eine Story weiter. Und ich muss noch den Thron haben. So. Jetzt ist es wunderbar. Guck mal. Was will ich da weg? Töte den Sons. Gott. Trainer. Muss ich jetzt hier noch reingehen? Du musst ins Dings da reingehen, ins da wo du die Wettbewerbe machst. Und danke für das Glitzerpuder. Yeah. Oh Gott, das sind ja asoziale TMs dabei drin. Ich hab das Ei, wie ihr gesehen habt, ja ausgeschlüpft. Ich schneide das ja nach vorne rein. Natsu wird wahrscheinlich nicht mehr so lange im Team bleiben. Ja, ich habe Smoking wieder am Telefon. Darf ich jetzt gehen? Nein. So. Du bleibst jetzt hier. Ich gehe aber trotzdem weg. Oh. Ach, da. Danke. Hallo. Doppelkampf. Ben und Nele ist das. Heißt ihr auch noch hier Ben und Nele? Ne, Mai und Emma heißt ihr hier. Yay. Lisa. Hat einen Kreideschall, okay. Zur Drümmer, damit ist Nippen auch weg. Er hat 4 Punkte, ich hab 6. Na, du solltest auf jeden Fall verlieren, wahrscheinlich. Was ist denn wohl Luna? Oh. Ach, der ist ja schon okay. Stampfer. Stimmt, der kann andere haben. Das ist ja vom Starter abhängig. Stimmt ja. Okay. Stampfer. Gibt ihr mir jetzt die TM? Danke fürs Schutzband. Krieg ich aber die VM? Kriege ich die VM? Danke. Ich werde wahrscheinlich auf locker nie gebrochen. Stärke? Okay. Wer kann denn stärker lassen? Gott, was habe ich da? Was sind das für scheiß VMs? Er hat einen Bojelen. Okay. Er hat die Weiterentwicklung von Bamilin. Meiner ist stärker als deiner. Ich weiß nicht, ob du das so positiv sehen sollst. Ach komm, dazu kriegst du jetzt die Stärke. Ich krieg mehr Erfahrungspunkte. Das ist mir eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes kacke egal. Okay, ich habe jetzt die VM Stärke. Okay, komm. Ich muss mal kurz Pause machen. Okay, dann pausiere ich auch. So, ich bin da wieder da. Ich muss für ein Handy aus irgendeiner Ritze raus, wo die nicht dran geht. Ja. Ich bin ja hier am Turm runterlatschen. Nachher hat ein Ponita. Okay. Hey, Ponita hat er das auch im Normalen? Keine Ahnung. Wir fangen uns erstmal. Ich hoffe, wir fangen uns ein gutes neues Teammitglied vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Ah, der Regal ist ja voll enttäuscht. Aber wir werden auf jeden Fall probieren, wo mit der Zoom-Linse sollte er in der Lage sein, ordentliche Fungi zum Kramchef. Kramchef ist cool. Wieso hab ich eigentlich jetzt die Laterne? Stauner, neutral, Hypnose. Da Grüppuck nicht für seine ultimative Angriffsstärke der Ulti. Gott, warum stehst du direkt wieder auf? Auf. Nein, es ist dunkel draußen. Es sollte man schlafen. Nein, es ist nicht hell. Es ist dunkel draußen. Es ist hell. Nein, es ist nicht. Kramchef weiblich. Fosteka. Laterne, das regelst du doch, oder? Wenn nicht, dann hast du es von mir zu stellen. Oh Gott, du tust mir leid. Ja, Laterne tut mir auch leid. Nein, tut sie nicht. Wenn es sich nicht schafft, Fosteka zu töten, dann. Mein Pokémon heißt Merkel. Hallo Merkel! Fokusband trägst du. Schön. Oh, ein Flug-Pokémon. Das ist gut. Das heißt, ich habe ein Pokémon, was fliegen kann. Yay. Mach mal Kung Fu-Strahl. Ich muss mal gucken, wo der Attackenverlierer ist. Ich würde gerne ein paar Pokémon attacken. Nicht Erlerner, Verlerner. Ja. Du hast Verlierer gesagt. Na, ist egal. Auf jeden Fall wollte ich noch den Zerschneider und den Zertrümmerer von meinem Pokémon nehmen. Ja. Weil ich sehe darin irgendwie keinen merken, nicht den übelsten Sinn mehr. Obwohl mein Absolut immer noch ziemlich viel Schaden mit solchen Attacken macht. Haben nur 40 Stärke. Fosteka, das war's für dich. Gut gemacht, Laterne. Ich hätte nicht damit gedacht, dass du es tust, dass du ihn besiegst. Nimmst du das Ei auch mit? Welches Ei? Wenn du aus der Stadt gehst, aus Herzhofen. Was kommt? Der ist doch ein Wanderer, der gibt dir ein Ei, wenn du ihn ansprichst. Ist das ein gutes Ei? Ist wohl Naira drin. Ah, nee, kein Bock drauf. Das ist ein gratis Pokémon. Ja, ich pack's mir dann auf den PC oder so. Ich hol's mir irgendwann später. Wenn ich dran denke. Warte mal. Happy? Yay, du bist Flug-Pokémon. Ich muss darüber nachdenken, gerade wie ich, ich glaube, Grüppuck wird wieder nach hinten getan und stattdessen mit dem EP-Teil aufgezogen, weil das Viech mich gerade ankotzt, weil es so langsam ist. Du kriegst das Item wieder, wenn du deine Aufgabe erledigen sollst. Boah, wir haben die wunderschöne Merkel da mit. Könnten wir uns jetzt ein neues Teammitglied fragen? Nein, darfst du nicht. Du darfst das nicht, René. Du nicht. Oh, hier, oh mein Gott. Repten versus Mooney. Ich hab wie viele Bälle? Ich glaube 34 und 2 Primärbälle und 6 Heilbälle. Das müsste ich schon reichen. Ein neues wunderschönes Teammitglied ist. Metang? Ja. Du meinst das Stahl-Psycho-Pokémon? Ja. Ach, fick dich doch. Warum kriegst du ab und zu mal so geile Pokémon? Was, ich hab da schon Stahl-Psycho-Pokémon. Ja, aber ein Metagross, bitte. Das ist voll geil. Ja, ich weiß, deswegen ist es ja auch gut. Gut, es kann bis der. Es ist geschlechtslos. Es kann keine Kinder machen, oder? Alles Kinder machen.
Naja, kann es mit Ditto zusammen. Mit sich selber. Und das auch. Zumindest mit seiner Art. Oh Gott. Steh endlich auf, bring's um. Danke. Wie das Pixie mein Pokémon fast umhaut. Ja, das Pixie ist doch stark. Dazu kann ich dir irgendwelchen nützliches Item geben. Ich hoffe, Meta haben das Stärke. Dann tausche ich den nämlich aus. Ja, Psycho-Attacken, Donnerstein, Erdtafel, Metallkraut, Kampfknochen, Magnet, Eisorb. Nein, Seerauch. Nein. Ich fange ihn mit einem pinken Ball. Tafel, Giftschleim, Honig. Nuts habe ich keinen. Okay, ich hab's verstanden, du möchtest dich in einen pinken Ball. Ja, welches Pokémon würde gerne in den pinken Ball? Das Metan. Komm. Ich geb dir noch einen. Na, oh, da bin ich in den Doppelkampf rein gerade. Super. Dann kämpfen wir. Kein Problem. Glaubst du, der hält noch Stammwasser? Willi, Maschok, warum? Komm! Eisen-Pokémon gegen Eisen-Pokémon. Teil-Psycho-Pokémon gegen Teil-Psycho-Pokémon. Nee, Stahl-Psycho-Pokémon. Komm zurück, Kuribo! Vernichte das Mogelbaum. Geowurf. Stahl-Psycho gegen Stahl-Psycho. Ja, epic. So. Jetzt Hypnose. Los, Kuribo! Oh, Segelsang, ja. Paula, Lennart, Kuribo! Los, geh natürlich dann. Nur so am Rande, wenn das Pokémon gefangen ist, dann kommst du auf den PC-Box. Ich kann mich auch mehr aufstehen. Siehst mir ein bisschen zu wenig ab. Aquaknorrow, du Traumfresser, damit ist auch Maschok weg. Vom Fenster. Und okay, wieder, wenn du nicht im Heilball drin bleibst, bleibst du dann im Trainierball drin, das ist weiß. Mit einem roten Streifen, das ist voll cool. Ah ja, und wir wollen weiter kämpfen. Gucken wir mal, Mortakel. Gut, tot, okay. Vielleicht nochmal eine Tech. Dieser Knoss, das kann doch Natsu machen. Gott, ein Bodycheck. Okay. Gut. Das Metam ist so viel besser als Bronze. Level 25, Kuribuet. Na komm. Ist doch drin. Aus der Stärke drauf und vergiss das Teil, den monströsen physischen Angriff, den du hast. Zwei Schritte im hohen Gras und direkt kommt ein Ponita mir angesprungen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich das nicht überlevel. Wow, ein Ewigstein. Du bist einer meiner Lieblingstrainer in Pokémon Bloody Platin. Schon wieder ein bisschen Knast. Na, Apollo, mach das mal alles, Schwertanz. Verfolgung. Weg mit dir, bisschen Knast. Mein letzter Heilball. Komm. Ja, auch nur der letzte Heilball und nicht der letzte Ball. Tot. Okay. Erscheint mal, dass dieses Mädchen auf die Farbe trinken muss. Es ist ja auch geschlechtslos. Sollst du auf reagieren, einfach in einer Geschlechtsrolle reingesetzt zu werden? Okay, Premierball mag es auch nicht. Da geht es direkt raus. Du willst doch kämpfen, oder? Da werden die Gäste direkt angefallen.
von einem Stück Kaira. Komm. Wie viel zieht der Rasierblatt? So. Gott. Kuribo, tank das. Hypnose. Ich hasse Hypnose. Finte. Noch. Gut gemacht. Paula, Kuribo. Eine Hypnose ist nicht so gut wie die Hypnose von Pete. Ich möchte gerne eine Flasche Vili. Kann ich mir kein Dutzend kaufen? Drei. Vier. Das könnte jetzt ein. Fünf. Okay. Irgendwann wird der dran bleiben. Wir kämpfen. Mal los. Ihr wollt alle kämpfen. Palim, Palim. Das passt sich sehr gut. Verfolgung. Weg damit. Wuhu, 1920. Setzt mal eine Hypnose ein. Ich mag schlafende Metas gegen. Also Peter hätte mit der Hypnose getroffen. Ja, aber sie ist doch gar nicht Peter. Der 25 für Unheilbe. Nein! Interessant, der Gegner trifft auf schwächen Winde, steigt der Wind. Oh, super, dass ich deine Werte. Der gegnerische Beter hat Bodycheck eingesetzt und ich dachte, der würde sich damit selten. Es lohnt sich eigentlich nicht. Die Kombination Hypnose und Traumfresser finde ich besser. Als. Jetzt habe ich mich auf Noctu. Okay. Und das kriegt mein Tyrakrok auch noch hin. Boah, alles klar. Mal Pokéball. Niemals! Level 27 für Lennart. Nächsten Na ja, komm, du, ihr habt alle irgendeine Debatte oder so gelöst. Pingo Dragin. Interessant, interessant. Stärke ist weg. Daran sieht man, dass du nicht lange im Team bist, Natsu. In meinem Team sind 5 und ein paar Weibchen. Sehen alle ganz geil aus. Ich hasse Austos. Weil das Austos vom Rivalen hat hier auch nicht den übelsten Move Pool. Paula, den tankst du weg. Den tankst du weg. Oh. Beim nächsten Mal versuche ich den Schutz. Der predicted. Alter, really? Ha. Ich hab da kein Bodycheck. Komm. Danke, dass es trifft. Der Fuß besteht. Tschüss, Nidorino. Traumfresser. Alter. Oh. Das
alles mit. Ah, guck mal. Hätte nicht ins Seekrom kommen können. Ah, komm. Seekrom wäre schon längst gefahren. Ja, ja. Ich weiß. Seekrom ist auch ein Pokémon, das du leicht fangen kannst. Und hier ist ein Schlagabtausch von meinem Tyrakrok und meinem den gegnerischen Austos und dem. Wir zeigen uns jetzt lieber Konfusion ein. So, Hitchcock ist ein bisschen zu heftig. Hättest du denn heilen? Wo könntest du das gegnerische Pokémon heilen? Ich muss ja mich wirklich heilen jetzt. Geh jetzt zum Pokémon Center, WTF. Aber ich wünschte, ich hätte jetzt einen Superball. Ich hab ganz viele leckere Sonderbonbons. Ganz viel. Ach, diese scheiß Giftanimation. Ich nenn dich Gajir, wenn du drinnen bleibst. Heile mich! Heilung! Yay! Das Gajir heilst, wenn du drinnen. Also schlaf erstmal eine Runde. Bringe jetzt hier noch die Trainer und versuche in der nächsten Route direkt das nächste Pokémon zu fangen. Nein, nicht auf dieser Route. Ich meine in der nächsten Route. Metall ist voll cool. Und da sind wir mit auf 215. Und hier ist direkt Hulsgras. Müssen wir den Fahrrad dann. Ersten. Ein Ort, der halt fast immer regnet. Und ein Nidorino. Warum tue ich aber nicht das Pokémon, das zum Einfangen gedacht ist, nach vorne? Na, Doppelkick, keine Wirkung. Furienschlag, keine Wirkung. Knosse. Und es. Ich finde ein. Trau dich einfach mal vor. Ich krieg das scheiß Gift ab. Ich krieg das verkackte Meter einfach nicht gefangen. 1, 2, 3. Ich hab das nächste Pokémon gefangen. Oh nein, jetzt setzt das Body Check ein. Ja. Damit ist, hat sich mir den Tarn selbst gefühlt. Du hast den ganzen Part dafür gebraucht, das Viech irgendwie fangen zu wollen und dann bringt es sich einfach selbst um. Nee, Tarn. Ich hasse es. Gut. Das, ich würde dann auch mal was sagen. Was war für den Part? Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao.